Und hier liegt der Plan. Warte, guck mal, das ist es. Das hier wird der sogenannte Attract-Schrein sein. Ich wusste auch noch gar nicht, dass sie den Namen haben. So, jetzt kommt, und wir machen das Ding jetzt an. So, hier schön einmal aktivieren. Was ist das? Ach, du Schande. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest mit dem Gamebro, dem Kelvin, der Lydia und dem Grimbo, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe das Gefühl, wir bekommen gerade ein ordentliches Sauwetter. Leute, ich schalte gerade ein und schon geht hier ein Gewitter schon los. Was ist denn da los, Leute? Kann sicher mal ein bisschen Sonne scheinen hier. Wäre das nicht schön? Ich habe einen unglaublich wertvollen Tipp bekommen vom lieben GMX Zorro. Und zwar die Maschine, die wir uns gebaut haben hier. Das hier scheint der sogenannte Ripple-Schrein zu sein, wenn ich das richtig ausspreche. Ich bin mir nicht sicher. Dieser Schrein, wenn wir den mal mit Solafit bestücken und aktivieren, würde uns, wie ich das verstanden habe, Gegner vom Leib halten. Sehr, sehr schön. Was uns jetzt noch fehlt, ist der sogenannte Attract-Schrein. Der sieht ähnlich aus, ist ein bisschen kleiner und das wäre dann der Schrein, der uns in die Lage versetzt, Gegner anzulocken. Leute, was soll ich euch sagen? Hier fehlt uns noch ein Schrein, den werden wir uns heute organisieren und dann werden wir das Ding einmal bauen. Oh Mann, du Liebe, du hast mir ein Eichhörnchen besorgt. Ich würde das ja gerne einfach einstecken. Schade, ich muss es wohl schlachten. Kein Problem. Leute, ich brauche immer noch irgendwie mal ein paar lebende Hasen für unsere Fallen. Ein paar lebende Hasen für unseren Stall. Habe ich bis jetzt nicht geschafft. Bin mal gespannt, ob ich das über kurz oder lang nochmal schaffe. Bisher war mir das Glück da nicht so hold. Aber kein Problem. Habe ich es aufgehängt? Jawohl. Wir werden daran weiterarbeiten, Leute. Gar kein Thema. Wir machen das. Wir werden es irgendwann früher oder später schaffen. Ich bin mir sicher. Ich habe ja noch ein paar extra Fallen aufgebaut. Wir schauen uns das mal an und gucken, dass wir irgendwie mal einen Hasen ran. Leute, ich glaube, ich müsste noch mal ein Stück trinken, bevor wir losziehen. Man weiß ja nie. Aber ich denke mal, das Wasser sollte gut gefüllt sein. Es regnet ja gerade wunderbar. Trink einen Schluck, dann essen wir auch noch mal eben eine Kleinigkeit. Da fällt mir ein, ich hatte uns noch eine... Man, lass doch mal sein hier. Blöde Möwen. Wir müssen mehr Vogelscheuchen aufstellen. Ist ja furchtbar mit den ganzen Viechern. Ich hatte uns noch was gekocht hier. Hallo, lieber Kelvin, da geht's dir gut. Unser Topf fliegt hier rum. Leute, steckt ihn doch mal ein. Ich habe uns hier noch mal eben so ein Rahmensüppchen gekocht. Das ziehen wir uns mal rein. Das gibt uns auch noch mal einen kleinen Buff. Sättigt uns und bringt natürlich auch ein bisschen geminderten Durst. Das wollte ich sagen. Ja, so, auf geht's, Leute. Wir suchen uns den Flieger, beziehungsweise schaden den Flieger und dann fliegen einmal los. Ich habe mich schon einmal ein bisschen kundig gemacht, wo dieser Schrein, der Bauplan für den Schrein denn sein kann. Und den würden wir uns dann heute einmal schnell organisieren. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob ich richtig liege, ob wir ihn finden. Na, fahr doch hoch, Mann. Und es bläst halt immer noch in Strömen. Wunderschön. Es ist echt nicht mehr wahr. Im wahren Leben bläst hat es den ganzen Tag. Immer nur Gewitter und Sauwetter. Und im Spiel ist es genauso. Da fragt man sich, was folgt wem? Das Spiel der Realität oder umgekehrt? Man weiß es nicht. So, einmal bitte kurz spannen und dann fliegen wir los. Leute, ich nehme euch mit auf den Flug. Ich werde den Fan schneiden, damit ihr auch genau wisst, wo es denn hingeht. Aber es sollte nicht allzu weit sein, von daher. Auf und Geronimo! Vollgas und los. Hol dir Power, mein Lieber. So, wir fliegen. Ich mache auch mal gerade die Karte auf. Einmal hier am Strand entlang. Wenn ich das denn richtig mitbekommen habe. Das dürfte gar nicht so weit sein, Leute, wie das hier bläst hat. Das ist echt eine wahre Pracht. Unglaublich. So, versuch mal ein bisschen Schub aufzunehmen, mein lieber Grimbo. Kann doch nicht sein. So, wir fliegen so ein bisschen an der Küstenkante hier vorbei. Vielleicht holen wir uns auch noch mal ein bisschen Höhe. Aber zerschell mir nicht an den Klippen, mein Lieber. Leute, wunderbar. Ein schöner Anblick. Leider spielt das Wetter uns nicht in die Karten. Aber ist nicht schlimm. Der Grimbo ist hart im Leben. Er kann das ab. So ein bisschen Wasser macht dir doch wohl nicht zu schaffen, oder? Das hältst du aus. Wenn ich das richtig gesehen habe und die Karte richtig gedeutet habe, dann sollte es der Strandabschnitt sein, der hier vorne gleich kommt, den wir jetzt hier quasi auf der Karte sehen, Richtung Norden. An diesem Strandabschnitt sollten wir den Plan finden. Ich habe gar nicht geguckt, wo das Ding genau liegt. Ich habe nur gesehen, dass es hier
sein sollte. Nur grob. Also gehen wir hier mal runter. Wir gehen mal hier an den Strand. Und dann schauen wir jetzt mal um, ob wir es denn finden. So, lande. Yes, sir. So, mein lieber Grimo, pack deinen Schirm weg. Und dann machen wir jetzt mal auf die Suche. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das hier sein könnte. Aber irgendwo, der Tipp, den ich bekommen habe, war, dass es hier am Strand sein soll. Es würde mir schon auffallen, wenn ich es sehe. Im Prinzip könnten wir es gar nicht übersehen. Man hat da vielleicht die Wette nicht mit mir gemacht. Aber wir schauen einfach mal. Leute, guck mal, hier ist schon mal ein Bötchen. Das ist zwar nicht unser Ziel, aber wir looten einfach mal. Wir gucken mal, was hier so Schönes drin ist. Das ist alles Loot. Und Loot tut gut. Ist doch klar, Leute. So, hier, das machst du einmal weg. Kannst ja auch mal die Stöcke mitnehmen. Stick. Sticks kannst du immer gebrauchen. Und hier ist auch nochmal eine Kiste zum Looten. Wunderbar. Können wir aber nicht hier mitnehmen. Die Taschen sind gut gefüllt. Und ich habe keine Ahnung, wo genau das jetzt ist. Aber es müsste hier irgendwo am Strand sein. Unser Ziel. Und dann hoffe ich, dass wir das Gerät auch direkt aufgebaut kriegen, weil ich bin wahnsinnig gespannt, was dann passiert, Leute. Ob das richtig Action gibt oder ob das so ist wie mit den anderen Goldgeräten, die wir haben. Beziehungsweise, wir wollen ja kein Gold machen. Wir wollen ja Gegner anlocken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann lockt die Maschine Gegner an, produziert aber, während sie läuft und Gegner anlockt, Solafit, was natürlich auch cool wäre. Leute, guck mal hier. Ich glaube, das ist das, was wir suchen. Und da liegt noch ein Wal. Gucken wir erst hier oder erst den Wal? Leute, ich weiß nicht. Erstmal zum Wal. Guck mal. Vielleicht liegt da noch eine Kamera oder irgendwie sonst was anderes. Hallo, du lieber Wal. Gibt es hier irgendwas? Hast du was im Mund? Irgendwas? Ein Hinweis auf irgendwelche Storys? Nee. Du bist nur so ein Standardwal, ne? Der hier gestrandet ist und ziemlich zerfleischt wurde. Halb so. Wir gehen jetzt einmal da rein, Leute. Wir gucken uns das an. Hinter diesen Gittern in der Höhle. Das kann ja wohl nur ein Zeichen sein. Mann, hier war schon jemand, Leute. Ist das jetzt eine richtige Höhle, wo wir reingehen? Oder? Boah, mach mal Licht an. Beziehungsweise, hallo? Was war das? Nee, mach mal Licht. Komm, ist besser hier drin. Ist doch ganz schön duster. Ich glaube, wir nehmen die Taschenlampe. Ich mag das lieber. Ich mag es lieber mit Taschenlampe. Da kann ich mir nicht helfen. Leute, überall hier Skelette und da ist wieder einer an die Wand genagelt. Guckt euch das mal an mit einem Messer. Den haben sie mit einem Küchenmesser an die Wand genagelt, gekreuzigt. Ist doch wohl nicht euer Ernst. Was ist denn da los mit euch? Leute, die Geräusche hier. Was ist denn hier los? Unglaublich, Leute. Ich krieg schon wieder mittelschwere Panik. Nein, alles gut. Wir schaffen das. Ist nicht so wild. So, noch ein paar Kisten. Nimm alles mit, was du finden kannst und was du tragen kannst. Wir können das hier einmal runterschlagen, Mann. Das ist ja ekelhaft. So, hier haben wir noch eine Konserve. Aber Konserven haben wir schon mehr als genug. Und hier liegt der Plan, Leute. Guck mal, das ist es. Das hier wird der sogenannte Attract-Schrein sein. Ich wusste auch noch gar nicht, dass sie den Namen haben. Aber anscheinend ist das so. Pack ihn mal weg. Wir bringen ihn nach Hause, Leute. Ich denke, das wird alles gewesen sein, was wir hier finden. Wir können ja noch mal grob so ein bisschen in die Ecken schauen hier. Ich bin mir nicht sicher. Geht auf den Weg, Mann. Ekelhaft. Wer weiß, vielleicht findet sich ja doch noch was. Und ich habe ein Talent, dazu Dinge zu übersehen. Es ist halt einfach so. Brauche ich mich nicht vor verstecken. Das ist halt... Guck mal, hier sind auch Knochen. Die nehmen wir auch mal mit. Können wir noch rein? Nein, können wir nicht mehr. So, hier geht's wieder raus. Alles klar. Supi, dann gehen wir mal raus. Raus aus dieser Ekelbutze. Ist ja widerlich. So, pack die Taschenlampe weg. Hier draußen ist hell genug. Ich glaube, ich habe Pinks Mikro geschlagen. Kann das sein, Leute? Es tut mir leid. So, mal gucken, ob wir denn von hier aus starten können. Es ist nicht sehr hoch. Aber mit ein bisschen Glück können wir von hier aus den Gleiter starten. Es ist wirklich wahnsinnig niedrig. Mal gucken, aber vielleicht funktioniert es. Wir müssen uns ja Licht ausmachen. Feuerzeug einstecken. Und los geht's. Nein, das war nix. Aber ich meine, wir haben ja schon von ähnlich niedrigen Klippen das Starten geschafft. Wir probieren es doch mal aus. So, auf geht's. Was habe ich denn eigentlich hier noch liegen? Mein Handbuch. Ach so, auch nicht schlecht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das da in der Ecke liegt.
Wir spielen erst seit 68 Tagen, keine Ahnung. Fällt mir nicht auf. So, und jetzt hoch, hoch, hoch. Leute, sauber, das könnte sogar schon reichen für den Flug nach Hause. So, wir gehen nochmal runter. Und wieder hoch, 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 hoch. Und auf die Art und Weise, schaut euch das an, kriegen wir genügend Höhe. Das klappt doch wunderbar. Leute, ich schneide mir das wieder zusammen. Wir sehen uns gleich an der Base. Wunderschön das aussieht mit dem Nebel dort unten am Strand, an den Klippen. Wahnsinn, Leute. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich langsam als Fanboy auch dabei finde. Die Entwickler haben wirklich ein wahres Meisterwerk hier abgeliefert. Was das Spiel, die Welt angeht, das Spielerische und so weiter. Ich finde es grandios, Leute. Wirklich grandios. So, wir gehen mal langsam in den Sinkflug. Ich glaube, wir nähern uns unserer Heimat Bucht. Sozusagen einmal hier noch ums Eck rum und dann sind wir schon wieder zu Hause, Leute. Das ging doch okizuki diesmal. Da hinten ist die Insel, wo wir die Pistole geholt haben. Auch schön. Und da ist unser Häuschen. So, komm, mein Lieber. Wir können ja mal kurz einen Überflug wagen und gucken, ob wir irgendwo schon Gegner sehen oder ob schon jemand kommt. Oder mal generell gucken, was hier los ist. Aber es scheint ruhig zu sein in Griboseerhausen. Alles hervorragend. So, einmal hier rum. Wir landen mal direkt mitten in der Base. Im neuen Garten. Schöner geht's doch gar nicht. Super gut. So, steck ihn ein, den Superflieger. Und dann schauen wir mal gerade direkt nach. Wo haben wir denn jetzt? Das müsste hier unten unter Baupläne sein. Dann gucken wir mal, wo der neue Plan denn nun sich befindet. Und ich glaube, das ist genau da ist das Ding. Nein, Quatsch, Blödsinn. Das ist der Teleporter. Und das hier wäre dann der sogenannte... Nicht Ripple, ach, wie auch immer, keine Ahnung. Den haben wir schon und den bauen wir uns jetzt noch dazu. Wo packen wir das schöne Gerät denn dann mal hin? Oh mein Gott. Ich würde sagen, das machen wir auch irgendwo hier vorne. Vielleicht packe ich dich einfach mal hier drunter. Keine Ahnung, ob es was bringt. Wir brauchen 10 Felsen, 24 Knochen und 11 Schädel. Leute, ich vermute, das haben wir alles nicht. Natürlich, die Schädel haben wir auf gar keinen Fall. Die müssen wir jetzt organisieren. Fragt sich, wo wir die jetzt auf die Schnelle herbekommen. Ist aber nicht so wild. Wenn wir das heute nicht fertig bekommen, dann starten wir das Gerät halt in der nächsten Folge. Steine haben wir auf jeden Fall noch genügend hier. Die können wir jetzt erstmal wegholen. Aha, supi. Knochen müssten wir haben, Totenschädel könnten ein Problem werden. So, Erzelage platziert. Hol dir mal den Rest. Vielleicht haben wir Glück und wir bekommen gleich ein bisschen Besuch. So, 4 bis 8 Gegner wären nicht schlecht. Einfach um genügend Schädel ranzubringen. 3 Stück hatte ich mir gerade mitgenommen, glaube ich. Aber ein paar bräuchten wir dann halt noch. So, ihr lieben Gegner, von nichts kommt nichts. Schau mal, dann haben wir das auch endlich mal abgebaut hier. Was die ganze Zeit immer nur hier rumstand. Hallo, was machst du da? Guck mal, hier ist die Rampe, Grimo. Da kannst du hochgehen. Da brichst du dir auch nicht die Beine bei. Vermutlich nicht. Man weiß es nicht. So, pass mal auf. Den speisen wir mal weg. Und jetzt hauen wir alles an Knochen rein. Was ist das? Und dann gucken wir mal. 8 Stück fehlen noch. Sollte nicht das Problem sein. Knochen haben wir auf jeden Fall noch. Knochen haben wir noch da. Aber auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Na gut, ist nicht so schlimm. Wir könnten natürlich auch mal... Ich gehe mal kurz rein und gucke mal, ob ich nicht doch noch irgendwie einen Schädel in den Schrank gelegt habe. Aber ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, ich hatte einmal kurz Schädel zwischengelagert, um das Gerät da oben zu bauen, um den Teleporter zu bauen. Aber das war es auch schon. So, wir nehmen uns noch mal ein Schlüppchen Suppe hier. Unser Buff ist nämlich wieder weg. So, Ast rein. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, einmal selber loszuziehen und zu gucken, ob wir Gegner finden. Wir könnten ja mal so einen Spot von den Gegnern aufsuchen. Und dann könnten wir zumindest 3 Schädel mit nach Hause bringen. Na, was war das? Lydia, was ist los? Alles ruhig. Hier im Staat Griboseer. Nichts zu sehen, nicht wahr? Kommt gerade keiner. Immer dann, wenn man mal Gegner haben will, dann ist es ruhig. Und wenn man seine Ruhe haben will, dann kommen sie in Scharen. Ich finde, ein ganz guter Plan ist eigentlich ja auch immer... Lydia, was machst du da hinten? Einfach mal ein paar Bäume fällen.
Vielleicht machen wir das. Oder wir gehen wirklich los und suchen einen Spot von den Gegnern auf. Haben wir hier denn irgendwas in der Nähe gehabt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Na, mach keinen Blödsinn. So, pack's wieder weg. Dann schauen wir hier auch gerade direkt mal nach, ob eventuell in meinen Fallen schon mal Hase ist. Ich würde das ja wirklich wahnsinnig feiern. Aber ich bin mir zu 199% sicher. Das nicht. Aber da hinten steht ja noch einer. Und auch diese Falle steht wahrscheinlich so ungünstig platziert, dass einfach nichts passiert. Da hinten habe ich was gehört. Von links, Leute. So, wir suchen uns heute mal gezielt Streit. Einfach nur so. Weil es mal so ist, weil wir das brauchen. Ich könnte natürlich auch zur Höhle hochgehen. Wäre mir jetzt aber fast ein bisschen zu weit. Wir brauchen ja nicht nur ein paar Schädel, wir brauchen ja mehrere. Das macht keinen Sinn. So, dann machen wir halt mal einen kleinen Ausflug hier. Da ist doch jemand, da ist doch schon jemand. Komm mal ran. Komm, hau dich ab, Mensch. Hau dich ab. Bleib hier, bleib. Komm, komm. Hallo? Leute, kommt doch mal ran hier. Wirklich, ich brauche nur ein paar von euch. So 3 bis 8. Noch mehr. Ha. So, das wäre Nummer 1. Wunderbar. Ja, und du tanzt mal schön deinen Tanz. Leute, ich bin ja normalerweise nicht der, der hier losrennt und sich Streit sucht. Aber heute? Sorry. Bist du noch da? Puh, mir wirklich leid. Na, ich hau mich nicht. Sei mal nicht so unfreundlich, nur weil ich auch mal unfreundlich bin. So, dich auch nochmal hier drauf. So, komm, das packen wir mal direkt zusammen. So, Leute, mehr brauchen wir schon gar nicht. Den Rest könnt ihr echt liegen lassen. Ah, verdammt! Aua, aua, aua! Mann, einmal nicht aufgepasst. So, ihr könnt wirklich abhauen. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nur 3 Schädel, Leute. So, mehr kann ich nicht tragen. Nicht, dass ich nicht mehr bräuchte. Noch irgendjemand da? Hallo? Hallo? Mach keinen Blödsinn, Leute. Guck mal, da ist doch einer. So, wir machen hier einfach mal eine Runde Geschnetzeltes heute. Muss ja auch mal sein. Na komm, geh einfach mit. Na, sie wollen es halt einfach mal wissen. Kann man nichts machen. Ist halt so. So, einmal die 6, bitte. Einmal anflammen. Da kommt noch eine Truppe, Leute. Was ist denn da los mit euch? Hat sich das doch nicht rumgesprochen, dass hier heute ungemütlich ist? Jungs, Mädels, was bist denn du? Hallo? Fleischklops. Ich muss wirklich nur die Schädel haben, Leute. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, Harakiri, ich weiß, du mich auch. Und zieh dir mal was an, meine Liebe. Sonst kriege ich hier noch Ärger mit der Jugendschutzbehörde. Ist doch nicht wahr. So, wir packen alles zusammen. Leute, kommt doch nicht alle hier. Jetzt wird langsam voll hier und so viel brauche ich doch gar nicht. Wir schauen mal, ob wir schon 3 Schädel dabei haben. 1. Da liegt doch noch einer. Nimm ihn doch. 2. Haben wir 3 Stück? Ich guck mal nach. Wir schauen mal gerade. 2 Stück. Da muss doch noch einer sein, Leute. So, mach nochmal. Mach nochmal die Fackel an. Beziehungsweise die ist ja noch an. So, noch einmal hier angeflammt. Und dann gehen wir gleich zurück zur Basis. Dann haben wir zumindest das schon einmal voll. Ich würde die Maschine zu gerne einmal in Betrieb sehen heute. Da hinten kommt schon wieder jemand. Leute, ist doch nicht euer Ernst. Macht doch mal locker. Sonst kommt ihr immer bei mir vorbei und macht stumm. Jetzt kommt ich einmal und jetzt kommt ihr mir doof. Oh, du brennst. Achtung, gib mal ins Wasser. Und zieh dir doch mal was an, meine Liebe. Ist doch echt nicht wahr. Entschuldigung, Entschuldigung. War nicht so gemeint. Was ist denn hier los? Kriege ich hier keine Schädel mehr oder was? Doch, da liegt doch noch einer. Komm, komm, gib mal her. So, hier ist auch noch einer, oder? Oder? Jawohl. Jetzt haben wir es aber, Leute. Und ab nach Hause. Bevor wir hier noch mehr Massaker anrichten. Das muss ja nicht sein. Sorry, Leute. Kommt nicht wieder vor. So, auf, zurück nach Haus, Leute. Und vielleicht können wir dann noch gleich ein paar Minuten bauen. Bin mir nicht sicher. Aber zu tun haben wir auf jeden Fall genug. So ist es nicht. Aber es ist auch einer meiner
ja ganz, ganz, ganz hochgesetzten, eines meiner ganz, ganz hoch angesetzten Ziele, nach Möglichkeit in dieser Runde noch einmal alle Baupläne zusammenbekommen zu haben. Ich habe gesehen, mir fehlen noch ein, zwei Stück, was auch immer das alles noch sein mag. Aber ich würde schon ganz gerne wenigstens einmal alles gebaut haben. Und wenn wir das in dieser Folge gemacht haben, das ist ja jetzt auch nicht mehr irrsinnig viel, wir bauen noch ein bisschen, wir bauen einmal alle Pläne auf, die wir finden und die wir kriegen können, dass wir wirklich alles mal gesehen haben. Und dann stimmen wir mal ab, wie wir weitermachen, hier, Leute. Im Moment habe ich auf jeden Fall noch ordentlich Bock, hier so ein bisschen drauf loszubauen. Bin aber auch der Meinung, das könnte man natürlich auch in der zweiten Staffel realisieren. Wie gesagt, wie auch immer, ich bin da vollkommen frei und offen. Und da würde ich mich auf eure Rückmeldung wahnsinnig freuen. So, Achtung, geh mal rein, mein Lieber. Mach die Tür zu. Und dann schauen wir mal, was uns noch fehlt. Ja, 5 Schädel noch. Ist nicht wahr. Wir brauchen definitiv noch mal mehr. Sollen wir noch mal hochgehen? Ich meine, wir haben ja eh sonst nichts zu tun. Wir könnten uns ja auch mal gerne, gerne, gerne die Karre schnappen. Beziehungsweise hier mal den Nightwee. Da fahren wir auch so selten rum. Ja, irgendwie machen wir das Ding gerade Probleme. Was ist denn da los? Ja, jetzt funktioniert's. Es war gerade einmal kurz verpackt. So, wir fahren einmal nochmal hier kurz die Küste hoch. Die Küste, den Fluss hoch. Hier laufen wir auch ganz gerne mal Patrouillen rum. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Leute? Irgendjemand? Doch sonst nicht so einsam hier. Ja, ich vermute, ich war... Oh, das war nicht gut. Nimm dir das Ding. Kannst du mitnehmen? Ich fahre viel zu wenig mit der Karre rum. Einfach, weil es mir auch irgendwie nicht liegt. So, guck mal. Hier ist, glaube ich, flach. Hier kannst du durch. So schnell wie das geht, könnten wir natürlich auch einmal gerade kurz zu unserer Höhle fahren. Wenn wir sonst nirgendwo jemanden... Na, ist er halt doch schon ein Stück. Au, verdammt! Grimbo, was machst du da? Wo ist die Karre? Wo ist die Karre? Wo hast du sie verloren? Guck mal da. So, ich höre doch hier oben schon wieder Gegner. Und da ist ein Hasi. Hasis, die nicht in meine Falle wollen. Leute, ihr macht mich fertig, ihr lieben Hasen. Aber ist kein Problem. Ich kann es verstehen. So, pass mal auf. Ich glaube. Hier fahren wir mal ein bisschen langsam. Ich lasse das Ding auch gerne hier stehen. Ich brauche es nicht dringend. Verdammt, was war denn das, du Affe? So nicht dein Ernst, Mann. Ich wusste, dass Leute hier sind, aber komm, ich fäll dir deinen Baum auf, den du sitzt. Ist mir sowas von egal. Ich hau dich da runter. Unglaublich. Mann, hat der mich erschreckt. Komm runter von deinem hohen Ross. So, immer. Bist du noch da? Komm mal rein hier. Ich mache hier ein gemütliches Sightseeing. Mach mir meine Rüstung nicht kaputt. Alter Verwalter. Ja, dann nehmen wir halt doch mal das Wakizashi hier. Komm. Nicht dein Ernst, du Affe. Ja. Ich pack dich einmal hier ins Lager und dann können wir hier gleich ein schönes Lagerfeuer machen. Wenn denn deine Kumpels auch mal hier auftauchen. Ist doch jetzt nicht alleine hier gewesen, oder? Hallo? Junge, da? Oh, komm, ich mach schon mal an hier. Dann bleibt es wenigstens warm. Können wir ja gerade noch mal gucken, was hier in den Kisten ist. Ich glaube, jetzt ist ruhig, oder? Oder kommt gleich wieder einer von hinten ums Eck hier? Ist doch echt nicht euer Ernst. Wo sind wir denn hier? Wurden irgendwelche Vermessungssachen gemacht? Kommt mir sehr bekannt vor hier, aber irgendwie ist hier nichts Spannendes. Leute, das ist doch nicht wahr, dass nur einer hier ist. Wo sind denn die anderen Leute? Es wird doch bald auch schon wieder spät. Egal, komm, wir nehmen mal mit, was wir kriegen. Ein Schädel haben wir, sehr gut. Brauchen wir nur 4. So, einmal auf die Karte geschaut. Wir müssten in diese Richtung gehen. Ah, verdammt. Wo bin ich denn jetzt drüber gestolpert? Hallo? Nightwee, wo bist du? Da liegt das... Hallo, wie habe ich das denn geschafft? Schande, da ist ein Finger. Na gut, mit dir wollte ich mich jetzt auch nicht gerade anlegen. Nicht, dass ich Angst vor dir hätte, aber... Dich brauche ich jetzt halt. Ach, verdammt, wieder ins Loch gefallen hier.
kann nicht sein, wie wenig Gegner da sind, wenn man sie braucht. So, wir machen uns auf dem Rückweg. In der Hoffnung, irgendwo noch jemandem über den Weg zu laufen. Ja, pack die Karte mal ein. Wir müssen ja ungefähr grob hier in diese Richtung. Das werde ich schon schaffen. Ich weiß es nicht. Aber ich komme hier nicht durch. Also durch das Dickicht zu fahren, macht für mich überhaupt keinen Sinn mit der Karre. Das ist nicht meins. So, hier geht es jetzt gerade ein bisschen. Aber fahr nicht so schnell. Mach langsam. Da ist einer. Aber der lohnt sich nicht. Der alleine lohnt sich nicht. Na, holla die Waldfee, ich glaube, ich lasse das Ding einfach hier liegen. Das ist nicht meine Fortbewegungsvariante hier. Komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Schon gar nicht, wenn es halt dicht bewaldet ist. Macht keinen Sinn für mich. Ich gehe hier nochmal so ein bisschen querfeld ein. Leute, wir brauchen doch nicht so viel. Sonst gehen wir in die Base und bauen so ein bisschen drauf los. Und ich würde sagen, früher oder später kommt garantiert jemand rum. Viele Gegner hier schon wieder rumtouren. Und ich suche euch doch die ganze Zeit. Und ihr seid hier direkt vor meiner Basis fast. So, hier kommt. Achtung, aufgepasst. Da hätten wir schon mal einen. Und da wird schon wieder getanzt hier zu meinen Ehren. Was willst du? Guck mal, der eine brennt schon. Und du? Geschickt ausgewichen. Ha, so kommt man hier rum. Dann brauche ich das nicht so weit zu schleppen. So, wir schmeißen nicht auch direkt hier drauf. Sorry, alles ein bisschen makaber hier heute. Aber das ist halt die Sache, dient an einem höheren Zweck. Wir müssen die Maschine bauen, Leute. Und ohne euch funktioniert das nicht. Ihr habt da eine ganz, ganz elementar wichtige Rolle zu spielen. So, Achtung. Geh mal aus dem Weg, Alter. Hier, so, dahin. Und wir könnten natürlich auch nochmal, mein Lieber, pass mal auf. Bin lange nicht mehr gemacht. Einmal hier den Zauberstab rausholen. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Rennst du von mir weg? Ist doch nicht dein Ernst. Jetzt gerade, wo ich ernst mache. So, bitteschön. Yes. Wir schießen nicht einmal kreuz und quer hier durch den Wald. Es tut mir leid. Tut's nicht, nein. Tut's nicht, heute nicht, nein. So, wo haben wir denn jetzt die anderen verbrannt? Wo war denn das? Ich vermute hier. So, noch einmal die Fackel. Sollte theoretisch jetzt alles da sein, was wir brauchen. Ich glaube, einen Schädel könnten wir noch mitnehmen. Felsen brauchst du nicht. Pack ihn weg. Und wir haben exakt zwei. Einer geht noch und dann müssten wir noch zwei bekommen, Leute. Bin mal gespannt, ob das heute alles noch klappt. So, hier, komm. Ich auch nochmal hier drauf. Ist schon alles schwer makaber, muss ich zugeben, Leute. Aber das gehört halt irgendwo zum Spiel dazu. Was ist denn da los, Leute? Mir fehlt doch noch ein Schädel. Da ist einer. Oh, hier. Passt rein. Dann haben wir das zusammen. Dann komme ich gleich nochmal hoch und vielleicht liegen dann noch zwei dort. Aber das mache ich ohne Neid. Ich breche mir die Knochen mit dem blöden Ding. Ich brauche das nicht. Am besten liegt das Teil gar nicht mehr in meiner Basis. Dann komme ich auch nicht in Versuchung, mit dem Einrad rumzugurken. Sorry, liebe Entwickler. Ist nicht meins. Das ist was für Leute mit Talent. Und das Talent habe ich verpennt. Zumindest Neid wie fahren. Einrad fahren war noch nie mein Ding. So, pass auf. Da sind wir zu Hause. Pack doch die Karte einfach mal ein. Die brauchen wir doch jetzt gerade nicht. Kennst dich doch hier vorne schon aus. So, zwei Schädel noch. Wir gehen noch einmal hoch. Vielleicht liegt das Zeug noch da. Ansonsten ist es hier erschreckend ruhig, Leute. Aber wie gesagt, ich war ja auch die ganze Zeit nicht hier. Kann ja sein, dass hier Action war. Oder gewesen wäre, wenn... Bitte guck mal hier, hier ist ja noch alles vorhanden. Da sind sie ja noch. Oh, jawohl. Ich nehme auch noch mal einmal kurz auseinander. Ein Schädel liegt noch hier.
Und ich denke, den Rest müssen wir uns einmal noch mal kurz anzünden. So, hier einmal auf den Haufen. Leute, wenn wir jetzt hier die ganzen Knochen mitnehmen könnten, dann hätten wir definitiv genügend Knochen am Start. Aber wir brauchen nur noch einen Schädel. Und die Möwe, vielleicht mit der Keule eins auf die Nuss. Aber ich schmeiß einen Stein nach dir, du blödes Vieh. Auch ein super Spot, um sich Steine ranzuholen, hier, Leute. Astral. Also hier könnte man Steine holen ohne Ende. So, kommt schon. Ein Schädel noch. Und dann machen wir das. Ich cutte das ein bisschen zusammen, Leute, dass das zeitlich passt. So, da ist der Schädel. Los. Steck ihn ein. Astral, Leute. Wir haben's. Das sollte es gewesen sein. Die Keule hier nehmen wir auch mit, damit wir eine Reserve kochen. Man weiß ja nicht. Und vielleicht holen wir uns ja doch noch mal einen Hund. So, da sind wir wieder zurück und jetzt bitte pack die letzten Schädel rein. Astral, das Ding ist fertig. Es ist fertig gebaut. Jetzt ist die Frage, wir gucken mal kurz auf die Uhr. Möchte ich die Geschichte in Dunkelheit machen? Es wird ja jetzt gerade schon spät, 17.37 Uhr, oder legen wir uns einmal hin zum Schlafen? Ich würde fast sagen, ich weiß es nicht. Ich mache das Ding jetzt einmal an. Ich vermute mal, wir können es ver... Das ist die Geschichte. Ich glaube, genau hiermit können wir es aktivieren. Aber ich gehe vor, Leute, ich speichere vorher. Ich bin ein kleines Schissbuchs. Und wenn wirklich alles kaputt geht und wir hier total voll fett überrannt werden, dann lade ich nochmal. Nein, mal gucken. Wir schauen. Es wird einmal gespeichert. Und am besten legen wir uns einmal hin, Leute. Wir machen das bei Tagesanbruch. So, haben wir noch ein Schlückchen Suppe am Start. Gut, war nicht mehr die Welt, aber immerhin ein bisschen. Wir haben aber, glaube ich, noch ein paar Meals. Nimm dir mal ein Stück Fleisch und ja, zu trinken holen wir uns am besten aus der Schildkröte. Dann können wir den Energy Drink sparen. Leute, ich habe davon nichts mehr. Ich muss losziehen und die Sachen holen, aber ich komme einfach nicht dazu. So, pass mal auf, Leute. Wir machen das Ding jetzt an. So, hier schön einmal aktivieren. Was ist das, Leute? Ach du Schande, ich habe meinen Turm zerlegt. Was ist denn da passiert? Kann doch nicht mein Ernst sein. Ich habe mir meinen Turm zerspottet. Ach du Schande. Okay. Haben wir noch mehr kaputt gemacht? Oder war es das jetzt? Können wir hier irgendwie noch mal hoch? Ich hätte auch gerne die Aussicht. Bitte lass mich doch mal hoch hier. Okay, ich komme nicht hoch. Ich würde sagen, wir gehen raus, Leute. Ich packe mir mal die Shotgun. Und ich hoffe, der Kelvin ist hier drin. Ich hoffe, der Kelvin ist in Sicherheit. Ich habe gerade wirklich... Lydia, pass bitte auf. Ich habe da was angemacht und ich habe keine Ahnung, was passiert. Guck mal, wir haben hier schon Pünktchen. Ach, das war voll daneben. So, direkt nochmal anmachen, bitte. Guck mal, da hinten kommen sie schon, die Lieben. Habe ich lieb gesagt. Lydia, gut, dass du eine Shotgun hast. Und direkt wieder spannend, Leute. Haha, ich weiß nicht, wie viele da kommen. Ich habe ein bisschen Schiss, Leute. Der Schnäpfer ist am Start. Aufgepasst, Lydia, pass auf. Lass dich nicht eingreifen. So, bis jetzt ist es überschaubar, oder? So, wir machen das hier nochmal an. Ob das alles war? Ich bin mir ja nicht sicher. Also wir gehen mal alle Fallen spannen. Das scheint es aber gewesen zu sein. Also von der Anzahl der Gegner war das jetzt nicht schlimmer wie die Goldrituale an sich. Aber es macht doch Krach. Läuft das jetzt noch länger? Ja, das scheint es aber tatsächlich erstmal gewesen zu sein. So, einmal wieder alles gespannt. Sehr gut. Dann gehe ich mal rein und gucke, ob die Maschine noch an ist. Da ist ja immer noch Gewitter. Ich gucke einfach mal rein. Lass mich doch mal durch hier. Mann. Ich vermute, ich muss dich wieder ausschalten, oder? Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du schon irgendwas produziert? Läuft immer noch die Maschine.
Aber ich sehe jetzt nicht, dass es irgendwas produziert hätte. Okay, auf jeden Fall sind hier noch ein paar Normal losgekommen. So, ich spanne hier mal nach. Autsch, aufgepasst. Stehe ich richtig? Ich bin mir nicht sicher. Doch, hat funktioniert. Leute, wie lange läuft die Maschine jetzt? Sonst würde ich sagen... Oh, guck mal, hier auch was ausgelöst. Das waren auch gar nicht so wenige. Sonst gehe ich mal rein und mache das Ding mal wieder aus. Das läuft sonst anscheinend so lange wirklich, bis man es ausschaltet. Kann das sein? So, ich werde die Karre mal deaktivieren. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es ja gar nicht. So, einmal deaktivieren, bitte. Steck's ein und dann schauen wir mal nach. Im Ernst? Wie viel? Wir haben ein Solafit gemacht. Wir haben uns den ganzen Turm zerlegt. Wir haben hier die halbe Basis geschrottet. Wir haben ein Solafit gemacht. Das ist doch nicht, kann doch nicht wahr sein. Leute, im Leben nicht. Ist doch nicht mein Ernst. Na gut. Das ist nichts. Leute, ich muss das Ding irgendwo anders hinbauen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mal gucken. Ja, Leute, da haben wir einiges zu tun. Wir müssen die ganzen Kladderadatsch wieder aufbauen. Super schön. Aber wir haben ein Solapid-Erz gemacht. Ein ganzes Vermaledeites, Leute. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert ganz fleißig mein Katastrophenvideo. In diesem Sinne, ich bin raus, euer GameBro.